So, und dann herzlich willkommen zum zweiten, vielleicht finalen Match. Man weiß es nicht. Es hängt jetzt von Juke ab und damit begrüße ich mal wieder den Herrn Grab da. Jo. Und wir haben uns gerade auch besprochen mit den beiden, also nicht besprochen, aber es gab so Überlegungen, wer was spielt und warum und überhaupt. Und es war irgendwie klar, dass die beiden das spielen. Es war irgendwie klar. Es sind die gleichen Mans wie vorhin. Identisch, nur dass Xervus diesmal Xin zuerst gebannt hat, war das, glaube ich, oder so. Ja. Egal. Ist eigentlich egal. So, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von den Picks her jetzt denke, dass Duke einen klaren Vorteil hat gegenüber Irelia. Weil er den, das, was Irelia im One-on-One auszeichnet, so den Sustain, den macht er einfach nochmal ein Stück weit stärker. Und er hat einfach noch mehr Damage. Und irgendwie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, unter welchen Optionen Xervus, außer dass jetzt Duke Fehler macht natürlich, oder dass irgendwo eine Situation mit Glück irgendwo entschieden wird, dass Xervus irgendwo in eine Situation kommt, dass er jetzt Duke wirklich schlagen könnte. Wie siehst du das? Es ist schwierig. Auf jeden Fall, Volibear sehe ich auch im Vorteil. Also meine Countertaktik gegen Vayne, naja, natürlich hatte ich die in diesem Spiel dann nicht angewandt, natürlich. Wäre natürlich auf Burst Damage zu gehen, aber da Volibear ja auch einfach auf Tank gehen kann und sowieso alles abprallt und dass sein Skill ja 18% seines Bonuslebens als Schaden verursacht, also ist schon richtig böse, der Blutrausch ist das. Ja, also ich habe eigentlich keine Meinung dazu, wirklich. Ich werde mir erstmal angucken, was die sich kaufen werden. Duke mit dem üblichen Doran-Schild hat man jetzt schon mehrmals bei ihm Und die gesehen. fünf Pots und die Stoffrüstung für jeden fast AD-Bruiser, den es so gibt. Ja, Servus skillt als erstes den Heatenkampfstil, also geht er auf Live-Rack, also dass er länger überleben kann, ist klar. Gegen Volibear erstmal auf jeden Fall, was war das? Egal. Weiß es auch Sehr nicht. wichtig am Anfang. Ja, und jetzt stehen sie sich an ihren Towern und machen erstmal gar nichts. Ja, erstmal Voice-Chat quasi. Scheiß Caps. So. Wo sehen wir denn, denke ich mal, das First Blood und wie verläuft so die Steigungsperiode? Ich will die Frage einfach anders stellen. Wo siehst du Spielanteile zu welchen Spielphasen? Alter, also ich finde, wir sollten uns einfach das mal jetzt angucken, wie es sich verhält Ja, gut, und können wir uns auch mal uns drauf einfach einigen. mal überraschen lassen und diese Ja, gut. verdammten Spekulationen, da redet dann man doch letztendlich doch wieder nur Müll. Ja, letzten Also Endes hast du wohl recht, aber irgendwo muss man die Zeit ja auch vollstopfen, ne? ja, man kann sich auch gegenseitig beschimpfen irgendwie oder sowas Du oder über das Wetter Spaß! reden. Du. Ne, schönes Wetter draußen, oder? So schön dunkel. Ja, schneit auch noch in letzter Zeit ein bisschen. Was? Wo lebst du? Beim Weihnachtsmann. Weißt du das nicht? Ja, natürlich. Ach ja. Äußerlich So. erinnern die beiden Charaktere irgendwie an Streets of Rage 2. Rorota, ey. Rorota gegen die flache Kante, Die ey. flache Kante, genau das ist es. Machen wir mal Werbung für ein gemeinsames Projekt. Lass uns nur noch über Streets of Rage reden. Vielleicht kriegen wir dann mehr Klicks. Nein. Nein. Okay. Fokussieren wir uns aufs Spiel. So, lass jetzt schön Ja, direkt Duke 2 mehr, jetzt aber sieht man auch Irelia direkt einen kommt auch kleinen, nicht ja. wirklich dazu, weil Duke einfach direkt auf seinen Pusher-Vorteil setzt. Erstes Zone fängt auch an, muss man sagen. In Und geringem da Maße. fängt direkt das an, was Volibear am besten kann. Einfach Q anschmeißen, rüberwerfen, W. Damage machen. True Damage. Oh Gott, es ist Das einfach so ekelhaft. Also könnte und schnell vorbei sein, muss ich mal ganz kurz sagen. Also wenn jetzt Xervus nicht irgendeine geile Idee kommt. also der Irelia verfügt auch nicht wirklich über einen Burst. Also man kann vielleicht ein bisschen vom Burst reden, wenn sie ihren Gleichgewichtsschlag auf Level 3 hat. Aber sonst ist der ganze Schaden eigentlich relativ ausgeglichen über die Zeit hin und deshalb kann man eigentlich. Wobei Also vor Duke allem, jetzt wenn auch dann schon Schaden Dukes frisst, muss man sagen. Passive. Also Xervus Na. macht das relativ clever noch. Er benutzt ja quasi, natürlich benutzt er seine Pots, aber er hält sich.
muss man ja, auch sagen, crittet, das könnte auch jetzt auch ein First Blood werden. Ja, und mit Crit und True Damage, aber allerdings, das sind beide entzünden und da ist das First Blood für Xervus. Oh, sehr wieder, schön. Wieder sehr schön gemacht von Xervus, ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, dass Woli das macht. Ja, hinten kamst du, ist jetzt auf Level 2, das heißt 30 absoluten Schaden extra plus seine Crits, man, der hat mehrmals gecrittet. Er hat zweimal gecrittet, wird hier auch gerade geschrieben, ja. Ja, das ist aber wirklich, das ist wirklich bitter. Also ohne die Crits hätte er es auf keinen Fall geschafft. Ja. Aber auch das gehört zum Spiel dazu, muss man auch sagen. Ich meine, selbst wenn du zwei Potenz Crit-Chance hat, wie Duke das jetzt vermutet. Okay, 12. 12, okay, sie hat Crit-Runen drin. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber auch 12% sind zwei Crits in einem Fight zu viel. Aber es kann natürlich passieren. Das gehört dazu. Es ist eine immerhin fairer, als ja, wenn man 4% Crit hat aus dem Masteries und dann 5-mal crittet mit Gangflank. Ja, ich erinnere an ein letztes Match, was ich mit dir hatte, wo das passiert ist quasi. Naja, also... wo ich den gespielt hatte? Wo du den übelsten Crit hattest, den härtesten, ja. Ja, aber das war nur ein Schlag. Egal. Das war ein Coup. Also wir kennen das alle, darauf wollte ich hinaus. Dass auf einmal bei einer geringen Crit-Wahrscheinlichkeit tendenziell viele Crits rauskommen. Das kann einfach mal passieren. Das ist Zufall. Das sind tja, Wahrscheinlichkeiten. Da kommt direkt... Ah, und da versucht er natürlich zu harassen. Jetzt, wo er im Nachteil ist, auch vom Level her, ja, fände ich das nicht so eine kluge Idee, auf keinen Fall. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Vor allem, weil jetzt Hiedenkampf hier auf Level 3 ist und 45 absoluten Schaden. Und jetzt mit dem Life Leech plus ihren Spells kommt sie auch auf sehr viel Sustain, muss man sagen. Ja. Mehr als Duke. Sie heilt sich ja pro Schlag um 18 Leben und das nochmal hochgerechnet. Das sind 30 Leben pro Schlag, wie man hier sieht. Und auch so 40 in manchmal, etwa. Ja. Wird ja auch angezeigt, also bei mir zumindest. Ja. Aber 40, in der bestimmten... 40 Leben ist schon mehr als das, was Duke kriegt. Duke hat vielleicht 20, wenn es hochkommt. Und das auch nicht immer. So wie Xervus. Also, jetzt hat Xervus einen höheren Sustain, kann dementsprechend besser pushen als ein Woody-Bär. Ja, interessant wird's, also... wird's im Late-Game, wenn es sich relativ gleichmäßig hält. Aber... also die Chance von Xervus besteht jetzt eben darin, jetzt wo er den Vorteil hat, eben Volibear richtig niedrig zu halten. Wobei der Vorteil gering ist, wenn du die Goldverhältnisse anguckst. Ja, der Vorteil ist gering, aber ich meinte jetzt von der Spielerstärke im Moment, ist Xervus im Moment stärker durch seine Fähigkeiten und ja, deshalb sollte er es jetzt ausnutzen, um diesen Goldvorteil eben auszuweiten. Entweder durch einen Kill oder durch... oh, fast in Tower Range. Fast, Duke. War knapp. So, und jetzt wird Duke sich backporten, oder was macht er? Wenn er back, er geht back. Ja, okay. Aber wenn er jetzt weggeht, dann wird der Tower doch gepusht, sehe ich das richtig? Der wird gepusht, auf jeden Fall. Xervus, geht back. Hm. Er hätte jetzt sehr viel Tower-Hits draufsetzen können und sehr viel Damage auch an den Turm. Naja, also was wird er sich kaufen? Wahrscheinlich Wiggles? Wiggles fertig, genau. Er verkauft Pots. Ihm fehlt vermutlich ein ganz bisschen Gold. Ja, genau. Jetzt hat er die Wiggles, einen freien Ward. Wahrscheinlich wird er den an Red setzen. Ja, natürlich. Das ist Standard. Und hinten kamst du ja auf Level 4 für 60 absoluten Schaden extra. Also Duke hat auch noch kein extra HP gekauft. Geht ja auch auf Wiggles Laterne. Ja, ist auch das sinnvoll. Ist schon relativ böse. Naja, was nützt es ihm, wenn er jetzt auf Leben geht, ganz ehrlich? Also, er braucht die Regals. Er braucht auch den Ward, ja, er braucht die Rüstung, er braucht das Life Leech. Das sind alles Dinge, die man braucht, aber wenn man am Anfang hinten liegt direkt, das ist ziemlich scheiße, um es mal auf Punkt zu bringen. Ja, wie man auch sehen kann, dass der W von Volibear bringt, wenn das Opfer, sage ich jetzt mal, zu viel Leben hat, auch relativ wenig. Mit einem Schlag war der gesamte Schaden schon wieder weg. Ja. Also, überwältigende Vorteilssituation für Xervus. Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Nicht von den Goldfäden, und er kann ihn auch direkt Items, aus... aber das Zone beginnt jetzt halt wieder von Xervus Seite aus. Duke mit seiner Ulti, die macht schon relativ großen Schaden. Da sollte er aufpassen. Aber er hat auch
beide haben wieder Exhaust Ignite. Das heißt, die Passive von Duke wird nicht sonderlich viel bewirken. Er versucht jetzt wahrscheinlich, sich extra auf 30% runterzubringen. Meinst du, wir sehen vielleicht einen Dive von Xerberus? Könnte gut sein, weil mit Erschöpfen erzünden. Allerdings ist er bestimmt auch im Bilde, dass er das Duke auch Erschöpfen erzünden hat. Aber man muss ja auch wieder beachten, True Damage wird nicht durch Exhaust reduziert. Ja. Das ist wieder so ein Faktor, den ich unglaublich, ich weiß nicht, das ist ein riesiger Vorteil, den man einfach durch gewisse Champs bekommt. Ja. Und Duke geht wieder back. Und diesmal wird Xerberus aber pushen. Diesmal wird er den Turm vielleicht sogar kriegen. Ah, da ist er vor den Minions gelaufen, hat deshalb einen Tower-Shot kassiert. Aber der Tower könnte fallen. Na, Volibear kommt jetzt schon wieder. Na, der Tower könnte fallen. Nur wenn Irelia ihn ignoriert. Danach sieht's aus. Und da kam das Exhaust ein klein wenig zu spät, meiner Meinung nach. Zu früh. Um den Kill zu machen. Ja, ich meinte jetzt, um den Tower noch zu retten, weil dann hätte er vielleicht... Also wobei, jetzt ist... Jetzt der True Damage... Oh, Duke, das ist jetzt... Also 3 Sekunden sind noch auf Q, 2, 1, 0 und jetzt ist der Q wieder da, der wird ihn kriegen. Ja, er kriegt ihn. Schöner Kill. Aber das hilft ihm auch nicht, weil es war ein Tausch für den Turm in etwa. Also und ja, aber ich hab's ja gesagt, Irelia wird den Tower nur kriegen, wenn sie Volibear ignoriert. Und das war auch fatal letztendlich. Ja, das ist jetzt auch ein Vorteil von einem gewissen Goldvorteil, weil er gerade Red macht. Er nutzt das dann natürlich auch aus. Und das sind 50 Gold, das mag erstmal nach nichts klingen, aber die Experience, die er kriegt, das hatte ich schon oft genug erwähnt, sowie der Buff an sich. Der Buff an sich, das ist eigentlich jetzt das wirklich Fiese daran. Der Schaden daran ist ja nicht zu verachten, den er macht als Dot sozusagen. Und der Slow. Mal sehen, ob sich dadurch die Situation wieder vielleicht verändert hat, weil mit dem Schaden und dem Slow, ob da Xerberus sich so erlauben kann, einfach wieder reinzuspringen, wie er es vorher getan hat. Das ist dann die Frage, ob er dann noch so wegkommt. Genau darauf wollte ich gerade auch hinaus. Aber jetzt sehen wir auf jeden Fall relativ ähnliche Builds schon mal. Es ist natürlich jetzt der Dodge, der jetzt noch dazu kommt bei Xerberus. Und das zusätzliche Leben. Und da sind die paar Lastits. Ein kleiner Lastits-Vorteil für Volibear. Nee, es ist ausgeglichen mit den Minions jetzt. Aber Volibear will jetzt pushen. Duke pusht jetzt top. Ist auch clever. Darauf muss Xerberus reagieren. Ja, er geht jetzt auch top. Aber wird er den Turm aber kriegen? Aber der Turm... Das wird knapp. Er wird fallen. Schön gemacht von Duke. Gut antizipiert die Situation. Hätte ich gerade selber nicht gesehen. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, muss ich sagen gerade. Aber trotzdem. Ist ja auch Mitternacht. Ist halb eins, um genau zu sein. Genau. Ich muss ja auch mal wieder aufnehmen. Scheiße. Stimmt, so, da war noch jetzt, was. Duke macht jetzt kurz den Angriffsspeed-Buff. Wird auch kein Problem sein. Mit Riggles. Schöner Goldvorteil jetzt. Also... Jetzt sagen wir es mal so, die Situation hat Duke gerade sehr viel rausgerissen. Ja, aus der also dieser Kill von Irelia, also der Vorteil ist eindeutig auf Dukes Seite. So, das sieht man jetzt in dem Fight. Das sieht man jetzt auch, also... Das sieht man jetzt noch nicht, das ist, wenn die beiden Lowlife gehen. Jetzt sieht man's. Also ich fand, den konnte man direkt am Anfang sehen, den Vorteil für Duke. Oh oh. Und jetzt das wird's war's dann schon wieder. Jetzt wird's einseitig. Also, wir hatten am Anfang eine Situation, wo Duke den Vorteil hatte, dann hat Xerberus das Blatt gedreht und jetzt hat Duke das wieder mit ein, zwei Aktionen gedreht. Also, warum auch immer kein was? Tun? Kein was? Tun? Körn? Turn? Turn? Tun? Thunfisch? Warum kein Thunfisch? Warum immer kein, wahrscheinlich kein Stun, meint er. Vermutlich. Ja, Duke fragt sich auch nur, hä? Was willst du denn? So, dieser Tower wird auch noch fallen. Ganz klar. Kein Stun. Ah, er meint den E. Ja, gut. Ja, wie ich es gesagt habe. Boah, wow, du kannst hell sehen. Ja. So, und Duke wird allerdings den Hibi nicht kriegen. Das kann er nicht bringen, oder? Außer er holt ihn jetzt direkt nochmal. Allerdings hat er jetzt nicht mehr die Buffs. Deshalb ist es ein bisschen andere Situation. Kommt er da überhaupt weg? Ja, er kommt weg. Ja. Hätten die getroffen, wäre es knapp geworden, oder?
Nee, die Sloan ja nicht. Er hat noch keinen Phage. Ach, das stimmt. Ja, ich vergesse das immer. Bei Rela ist Phage ja eigentlich immer Standard. Genau deswegen. So, und das ist jetzt clever von Duke. Er wird jetzt einfach backporten. Eiskalt! Eiskalt! Er hat ja gemerkt, dass Xerberus andersrum geht, deshalb... Aber ohne Vision, meine Damen und Herren. So antizipiert, wo Xerberus rangeht. Also, das hätte ich zum Beispiel im Lower Bracket nicht gesehen, so eine Aktion. Ohne mal in die Lower Brackets zu nahe treten zu wollen, aber das hätte ich nicht gesehen. So, Volibear, wie erwartet, geht er jetzt hier auf Gürtel des Riesen, um wirklich HP zu stacken. Aber auf Merkurs? Warum das? Erklär mal am besten. Weil am Anfang ist noch, hier, wie man auch sehen kann, Xerberus geht auf Gleichgewichtsschlag. Das macht schon ein bisschen Schaden. Und der Slow, wenn nicht sogar Stun, da will Duke doch, dass der möglichst schnell vorbeigeht. Ja, gut, also ich finde das schon eine gute Wahl jetzt, vor allem weil der AD-Schaden von Xerberus noch nicht so groß ist. Es geht ja noch nicht die Klingenwoge und er hat auch noch keinen Glanz. Also der richtige AD-Bedrohung mit Irelia beginnt erst, wenn sie Glanz hat und Klingenwoge skillt. Deshalb finde ich Merkurs auch in dem Moment keine schlechte Wahl. Wird Xerberus da wegrennen oder engagen? Was meinst du? Ja. Er wird engagen und Duke direkt mit der Ulti. Das ist dann doch relativ eindeutig. Ja. Und das ist sehr eindeutig. Also ich frage mich, warum die Irelia dann nicht versucht wegzukommen. Kann sie da nicht mehr weg? Hat sie da keinerlei Option? Ich meine... Also, bei einem Volibear wegzukommen, ist schon extrem schwierig. Hier, sein Slow von seinem E ist schon etwa 50%, und zwar 3 Sekunden lang. Und wenn dann der Slow weggeht, dann kann er einfach sein Q machen und den zurückschleudern. Also, es ist schon extrem schwer, von einem Volibear wegzukommen. Das hatte ich mir auch schon gedacht. So einfach, aber... Also jetzt sehen wir einen richtigen Gold-Vorteil, das muss man jetzt sagen. Das erste Mal in den beiden Matches bis jetzt haben wir einen richtig großen, massiven Gold-Vorteil. Und ja, einen Push-Vorteil. 1300 Gold. Das andere ging einfach viel zu schnell, um da einen richtig großen Vorteil zu sehen. Ja. Aber Volibear, also Duke erarbeitet sich hier einen richtigen Vorsprung, muss man sagen. Ich bin auch gespannt, was er sich dann aus dem Gürtel des Riesen kauft. Ob er sich dann direkt eine Varmox vielleicht sogar holt oder ein Frosthammer. Also wenn er Varmox gehen würde, würde er auf ein längeres Match. Ich wäre ja für einen Frosthammer bei einem Dreier Map 1 gegen 1, weil die Matches einfach prinzipiell nicht so lange dauern und nicht so viele Minions beinhalten. Naja, wer weiß. Man wird ja einfach zusehen. Ich würde ja auch auf einen Frosthammer zustellen. Vor allem auch wegen dem Slow. Dann wäre man dann, ja, ist Irelia ihm eigentlich schutzlos ausgeliefert, wenn er dann noch... Oh, eine Kettenweste. Jetzt kontert er doch wieder den AD-Schaden von... Ja, das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann. Naja. Also ich würde jetzt eine Frage... Ich hätte von dem Geld jetzt eine Frage gekauft, ganz ehrlich. So, man kann hier auch sehen, Irelia mit der Frage fertig. Allerdings, Duke nutzt seinen Red Buff nicht aus bisher. Also er holt sich jetzt noch einen Laufbuff, damit kann er natürlich über die gesamte Map flitzen in 0, nichts. Ja, 0, selbst nichts. Ein Alistar schafft das. und er wird jetzt wahrscheinlich direkt Botlane gehen, weil... Ja, denke ich auch. Er macht jetzt eben schnell den Farm hier fertig und dann wird Irelia versuchen abzufangen noch unten. Oder er muss jetzt schon abbrechen, weil Irelia pushen könnte, ja. Xerberus zieht sich natürlich direkt zurück. Das Lauftempo ist abartig von ihm. Also. Übrigens, das Lauftempo kriegt man nur, wenn er sich auf einen Champion zubewegt. Das heißt, sonst bringt ihm dieser Skill rein gar nichts. Muss man dabei beachten. Das ist der. Wie heißt das? Welche Champ war das noch? Mir fällt der Name nicht ein. Xerberus macht Drake? Schöne Idee. So wie es aussieht. Auf was wolltest du denn hinaus? Hier, das ist der Wayne-Effekt, wollte ich sagen. Ach so, ja. Aber das ist eine gute Idee von Xerberus, den Goldnachteil wieder auszuarbeiten. Also das ist jetzt wieder ein guter Move von ihm. Allerdings wird Volibear garantiert den Bot-Tower kriegen. Wenn ja, das so aber geht. Schön Buff plus ein bisschen mehr Gold als der Turm. Allerdings hat er jetzt ein bisschen Pech, der Duke, weil die Caster Minions so weit hinter ihm stehen. Ja, dann wird er den Tor vielleicht nicht kriegen. Muss man auch mal so sehen. Oder was denkst du?
Na, jetzt mit der neuen Minimum Wave schon. Stellt sich und aber unglücklich an. Und bei Servus auch nicht nach unten. Xerus hätte jetzt direkt runtergehen können, vielleicht noch den Turm retten können, muss man auch sagen. Aber Xerus will vielleicht auch den anderen Turm oben haben, weiß man nicht. Ja, wer weiß, ob er sich überhaupt im Moment zutraut, gegen einen Volibear anzutreten, auch wenn er ein Dreiviertel Leben hat. Man hat ja gesehen, in den letzten Kämpfen kam er immer mit über der Hälfte Leben weg. Also im letzten Kampf vielleicht ein bisschen weniger. Was man hier ganz klar sieht, ist aber auch, dass beide Seiten ziemlich leichtfertig die Türme wegschenken. Tja, die sagen eben Auge um Auge, Turm um Turm, ne? Ja, so ungefähr. Aber Xerus kommt wieder näher ran. Er war schon mal 1,6k Gold weg und jetzt sind es nur jetzt 800. Jetzt sind es noch 800. So. Das hat er bis jetzt clever gelöst. Den Drake plus beide einen Turm. Wäre es jetzt der pure Turm gewesen, hätte ich gesagt, nee, das wäre doof so gewesen. Aber jetzt kommt langsam der Adel Damage. Geht ne? auf Sheen und hat einen Sonnenfeuerumhang ja, gekauft. Ja. Also es ist eigentlich, ja, fast schon perfekte Wahl gegen Irelia. Irelia muss früher oder später auf AD-Schaden gehen, damit sie Schaden macht. Ja, und da ist die Rüstung, und das Leben plus der Magic Damage, der noch dazu kommt, natürlich richtig schön. So, er riecht jetzt natürlich den Red Puff, den Xerverus machen will. Yep. Ah, und den kommt er jetzt der Engage? Den wird er sich... Na, schade. Ah, da war der Stun. Jetzt wird's knapp. Mit den Stun. Also, er hat ja jetzt größeres Lauftempo mit dem Eifer. Beide jetzt hier. Das wird ganz, ganz knapp. Das wird knapp. Na, und Duke gewinnt. Ja, und jetzt kann er pushen. Jetzt kann er einfach durchpushen. Schließlich ist jetzt Irelia ganz 40 Sekunden weg. Er kriegt auf jeden Fall den Inhibitor. Das behaupte ich jetzt. Also, den Inhibitor-Tor auf jeden Fall. Hätte er jetzt oben nicht einfach den Inhibitor so machen können? Das hätte er auf jeden Fall machen können. Warum macht er es dann nicht? Ist dann die Frage. Weil er vielleicht den Tower haben will. Weil Tower sind Rückzugspunkte und wenn Rückzugspunkte weg sind, kann er den Gegner holen, wann er will. Ja, aber wenn jetzt ein Inhibitor fällt, dann entsteht eine... Ah, wieder unglücklich. Dann entsteht eine Drucksituation. Darauf wollte ich hinaus. Eine zusätzliche. Und so kriegt er vielleicht nicht mal mehr den Turm, weil Irelia jetzt schon wieder da ist. Verstehst du? Ja, er kriegt den nicht. Ja, also, er hätte es natürlich machen können, aber ich will wieder darauf hinweisen, dass das eben in einem wirklich laufenden Match, da, also, man kann nicht immer an alles denken. Oh, oh. Hätte Xerus das jetzt gerochen, wäre es knapp geworden für Duke. Ja, also dann wäre es, glaube ich, fast ein garantierter Kill geworden, finde ich. Ja. Mit Phage und Gleichgewichtsschlag. Allerdings, Volibear hat jetzt auch, Volibear hat sich nicht vollständig gereckt, komischerweise, aber hat jetzt Glanz. Aber, was man jetzt sieht bei Xerverus ist, dass er wirklich Standard buildet, so wie er immer bei Irelia baut, dass er immer zuerst auf Trinity geht. Ja. Was ja auch schön auf Irelia ist. Duke geht jetzt auch auf Trinity, um seinen Schaden noch weiter auszubauen. Ja, das... Ich spiele wohl lieber zu selten, um das beurteilen zu können. Das ist schon eine gute Entscheidung, weil es bringt ihm eigentlich so ziemlich alles, was er braucht. Attack Speed für seine Ulti, Leben für seinen W und dann natürlich der Glanzeffekt, der auf jedem seiner Fähigkeiten prockt. Das ist eines der allerschönsten Items, finde ich, im gesamten LoL-Spiel. So, jetzt Duke ist auch unterm das teuerste. Tower. Unterm Tower. Ja, aber er ist schon sehr tanky, also... Allerdings kann er nicht den... Er darf es nicht überreizen, er darf da nicht zu greedy werden, wie man so schön. Er könnte sich einmal anhitten, um den seine Passive auszulösen. Das wäre wieder eine Idee gewesen. Und Duke wird oben den Inhi oder die Buffs machen, entweder oder. Ich würde sagen, er macht die Buffs. Wäre auch sinnvoller, weil Irelia zu schnell hochkommt. Ja, also bei diesen Distanzen ist es auch immer extrem schwer, dann noch weiter zu pushen, wenn der Gegner noch da ist und vor allem gerade Death. Also ist es dann, haben wir auch schon bei diesen Pusher-Duellen früher, bei den früheren Matches gesehen. Je näher man eben an den Nexus kommt, desto einfacher wird es für den Gegner letztendlich zu verteidigen. Ja. So ein bisschen unglücklich vielleicht für Duke, dass jetzt beide Buffs grün waren oben und nicht beide Buffs vorhanden waren. Allerdings wird er jetzt auch noch Drake machen.
Und den wird er kriegen. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn er auch noch den Laufspeed-Buff gehabt hätte. Schenkt er dafür den Turm unten her, ist die Frage. Ja, man macht den schon relativ schnell und wird wahrscheinlich direkt backboarden, sage ich doch. Ja, stimmt. Und das, ja, und das, der Tower wird auf jeden Fall nicht fallen, weil Xerberus auch jetzt jungelt oder Split-Push veranstaltet. Also was auffällt, ist, dass jetzt wieder der Goldvorteil wächst. Ja. Er hat ja den Dragon gemacht. Ja, nicht nur der Dragon, das war auch schon vorher wieder abzusehen, dass da mehr Gold reinkommt. Der Kill, Bush, die Minions, die er auf dem Weg gemacht hat, das war schon eine Menge. Und jetzt muss er aber aufpassen, dass oben Irelia nicht durchpusht. Ganz kurz. Das sieht das er jetzt auch. Jetzt sieht das nicht, ja. Aber wird sie auf keinen Fall schaffen. Ja, natürlich nicht. Aber hätte er jetzt gepusht, so wie er dazu angesetzt hätte, was in seinem Elo-Bereich ja, nicht so Standard wäre. Das wäre aber relativ dämlich gewesen. Ja, in seinem Elo-Bereich. Also das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja. Das hätte ich vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht. Hätte ich 3 bis 4 Spielern in diesem Turnier zugestanden, mehr auch nicht. So, und So, Irelia wird jetzt mit Red machen. Der gerade wieder gespawnt ist. Wird auch relativ schnell gehen mit Riggles und ihren Fähigkeiten. Trinity hat sie jetzt auffällig. Duke hat den blauen Inhibitor markiert. Schön, dass er für uns die Ziele markiert. Finde ich gut. Allerdings, Irelia portet sich jetzt back. Die wird auf jeden Fall zum Verteidigen da sein. Aber ist eine schöne Idee, finde ich. Für die Kommentatoren zu markieren. Da gehe ich jetzt drauf, Jungs. Und Irelia lässt sich Zeit mit dem. Und Rekursivbogen. Sie geht jetzt voll auf den absoluten Schaden auf. So, jetzt Servus mit den Minions. Ist nicht zu verachten, der Damage. Sag ich oft genug. Ja. Aber das so, jetzt, nicht weil der absolute Schaden weg ist, ist natürlich ein Exhaust fatal. Ja. Und da Duke ja seine Ulti hat, ist auch bei mit einem Exhaust der Schaden noch extrem. Das könnte es gewesen sein, oder? Das könnte es wirklich gewesen sein. 50 Sekunden sind entsteht. Zeit genug. Wenn Duke jetzt nicht wieder die Tower-Probleme bekommt. Oder Minion-Blocks, wie das gerade. Ah, da muss er sich jetzt zurückziehen. Er muss sich jetzt zurückziehen. Oh oh. Oh, oh Gott. Das wird knapp. Oh, das war sehr knapp. Das hätte auch sein Tod sein können, aber das war's jetzt. Das war's, ja. Noch 13 Wobei, Sekunden bis Irelia da ist. Das reicht. Das reicht. Also da sein wird sie noch. Sie wird noch da sein. Aber ob sie ihn davon abhalten kann... Oh oh. Oh, das... Und nein! Das ist noch der Kill für Irelia. Das gibt es nicht. Ja, Trinity mit Klingenwoge ist extrem böse, meine Damen und Herren. Aber das war's, weil Irelia nicht aufpasst. Ja. Und das ist es. Und es gibt ein drittes Match zwischen Duke und Xerberus. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das wird schön. 1:1, meine Damen und Herren. Durch einen Aufmerksamkeitsfehler von Xerberus gerade im Endeffekt. Wir sehen uns. Aber ich glaube, das wäre sowieso für Duke ausgegangen. Das war eindeutig. Aber trotzdem, bis zum letzten Match. Ich freue mich drauf. Bis denne.